Guten Tag, mein Name ist Markus Scholz. Ich bin Professor für Corporate Governance und Business Ethics an der Fachhochschule Wien, der Wirtschaftskammer Wien. Ich habe heute das Vergnügen, das erste Jose-Presse-Zentrum an dieser Fachhochschule vorstellen zu dürfen, nämlich das Jose-Presse-Zentrum für Collective Action und Responsible Partnerships. In den folgenden Minuten darf ich Ihnen einige Punkte bezüglich dieses Zentrums vorstellen, nämlich warum wir Forschung zum Thema Collective Action benötigen, die Ziele dieses konkreten Zentrums, die Forschungsfragen, Unternehmenspartner, zum Schluss kurz das Forschungsteam. Warum Forschung zu Collective Action? Wie ich eingangs sagte, ich habe an dieser Hochschule eine Professur für weitgehend die Bereiche Nachhaltigkeit, Unternehmensethik, gute Unternehmensführung. Ich beschäftige mich also seit Jahren mit diesen Themen. Bisher haben wir uns diese Themen in Isolation angeschaut, das heißt, wir haben uns individuelle Unternehmen angeschaut, wie individuelle Unternehmen versucht haben, Herausforderungen, die hinsichtlich des Klimawandels, der Digitalisierung, auch der Sharing Economy grundsätzlich, der Digitalisierung bezüglich des Fachkräftemangels, der Verkehrsüberlastung und so weiter an sie gestellt worden sind. Die Frage, die meine Kollegen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und wir uns hier im Institute for Business Ethics und Sustainable Strategies gestellt haben, sind wir eigentlich vorbereitet auf diese Themen und sind Unternehmen hinreichend gut auf diese Megathemen und Grand Challenges, wie sie manchmal genannt werden, vorbereitet? Und die Antwort darauf ist nein, Unternehmen sind nicht gut genug vorbereitet und die Gesellschaft ist nicht genug vorbereitet. Warum sind individuelle Ansätze für unternehmerische Verantwortung nicht ausreichend, um die gegenwärtigen Megatrends erfolgreich zu adressieren? Wir glauben, es gibt dafür zwei Gründe. Der eine Grund besteht darin, mangelnde Effektivität der Initiativen. Das heißt, die individuellen Unternehmen sind nicht schlagkräftig genug, wenn sie alleine agieren. Das zweite ist, manche Unternehmen sind sehr gut bei der Adressierung nachhaltiger Fragen, also der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit. Andere Unternehmen sind gewissermaßen Free Rider, überlassen es Dritten, diese Probleme zu adressieren, kümmern sich nicht darum und haben mitunter deshalb komparative Kostenvorteile beispielsweise. Wir glauben, gemeinsam mit einigen führenden Unternehmern, CEOs, Managern, dass Collective Action eine Möglichkeit sind, diese Megatrends zu adressieren. Hier ein Bild von Paul Polman, dem inzwischen legendären CEO von Unilever. Ich darf hier zitieren: "We need collective action for a brighter and more sustainable future for all." Eine weitere Definition hier von einem inzwischen verstorbenen Kollegen, Manco Olson, nämlich: "Collective action refers to action taken together by a group of people whose goal is to enhance their status and achieve a common objective." Und das ist die Idee von Collective Action. Eine weitere Hilfe zur Begriffserklärung, zur Definition: Collective Action Initiativen verstehen wir im Rahmen des Jose-Fresse-Zentrums CARE ist die Abkürzung für Collective Action Responsible Partnerships, verstehen wir kollaborative und langfristige Kooperationsprozesse zwischen Unternehmen und weiteren Stakeholdern zur Lösung gesellschaftlich und unternehmerisch relevanter Probleme. Wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Collective Actions. Zum einen die Regulierungsinitiativen, auch bekannt als Private Governance, und zweitens Umsetzungsinitiativen, Partnerschaften. Zwei Beispiele dafür. Regulierungsinitiativen finden wir zum Beispiel als Reaktion auf große, man könnte sagen, Unglücke, Desasters, wie sie in der Textilindustrie im Jahr 2013 vorgekommen sind, nämlich in Bangladesch. An einem Tag starben dort bei dem Zusammenbruch einer Fabrik über 1000 Menschen. Im Anschluss daran, man könnte sagen, sind endlich die großen Textilunternehmen zusammengekommen, haben sich mit NGOs getroffen, auch Regierungsvertretern, haben gesagt: Gut, wir brauchen hier, wenn es der Regulierer, der Gesetzgeber nicht mit Hard Laws regelt, manche Staaten sind dazu nicht in der Lage, manche Probleme sind so global, dass die individuellen Länder dort auch nicht genug Einflussmöglichkeiten haben. Hier sind Unternehmen mit NGOs zusammengekommen und Regierungsvertreter und haben ein sogenanntes Soft Laws, einen Standard entwickelt, den sogenannten Bangladesh Accord, um die Bedingungen für die Arbeiterinnen in Bangladesch verbessern zu können. Eine weitere
von Regulierungsinitiativen zu unterscheidende Aktivitäten sind sogenannte Umsetzungsinitiativen. Im Bereich der immer noch gegenwärtigen Covid-19-Pandemie schließen sich Pharmaunternehmen zusammen, teilweise auch mit Partnern außerhalb dieser Industrie, zum Beispiel Microsoft und Google, um die Forschung und letztendlich auch die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen zu forcieren. Auch das ist eine Collective Action, also nicht eine Aktion, in der Unternehmen versuchen, etwas alleine zu bewältigen, sondern eben Collective, also mit Partnern. Zu den konkreten Forschungsfragen des Josef-Fressel-Zentrums. Wir haben hier 5 Fragen. Wir müssen herausfinden, was Unternehmen motiviert, sich an Collective Action-Initiativen zu engagieren, welche Rahmenbedingungen zur Entstehung von Collective Action-Initiativen förderlich sind, wie Unternehmen ihre Collective Actions besser managen können. Das heißt, wir müssen herausfinden, welche Erfolgsfaktoren im Management von Collective Action-Initiativen existieren. Wir müssen etwas lernen über die Evaluierung von Collective Action, das heißt, was für einen Impact erzeugen Collective Actions. Und letztendlich müssen wir über die Legitimität von Collective Action sprechen, insbesondere wenn es um sogenannte Private Governance-Initiativen geht, das heißt, wenn Unternehmen quasi politische Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, gewisse Themen mit anderen oder Industry Only, also alleine mit Partnern aus der Industrie, zu regulieren. Wir haben konkrete Ziele in diesem Resselzentrum, auf die werde ich hier noch kurz eingehen können. Wir sind ein Wissenschaftszentrum. Das ist auch die Idee der Josef-Ressel-Zentrum. Es soll anwendungsorientierte Grundlagenwissenschaft durchgeführt werden. Das heißt, ein primäres Ziel unseres Centers ist der wissenschaftliche Diskurs, also der Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs im Bereich Collective Actions. Wir haben natürlich eine Kooperation mit einigen Unternehmenspartnern, weiteren Stakeholdern darüber hinaus. Und hier ist die Idee, dass wir gemeinsam mit diesen Stakeholdern, mit denen wir im Projekt bereits begonnen haben zu kooperieren, mit weiteren, die wir noch in das Projekt aufnehmen werden, praxisrelevantes Wissen zum Management, zur Evaluierung, letztendlich zur erfolgreichen Durchführung von Collective Action Initiativen im Bereich Nachhaltigkeit, Verantwortung und Digitalisierung generieren können. In diesem Zentrum für Collective Action Responsible Partnership sind wir natürlich nicht allein, sondern wir arbeiten hier mit Partnern aus der Industrie zusammen. 3 Unternehmen, die zumindest die österreichischen Zuschauerinnen wahrscheinlich gut kennen werden, das Unternehmen Manner, das Unternehmen Kapsch und das Unternehmen Simacek. Wir arbeiten mit allen Unternehmen, allen 3 Unternehmen seit Jahren vertrauensvoll zusammen und hier auf Geschäftsführerinnen- oder Eigentümerebene zusammen. Bei dem Unternehmen Manner ist das Herr Magister Alvin Hahn, dem Unternehmen Kapsch, Herr Magister Georg Kapsch und im Unternehmen Simacek, Herr Magister Ursula Simacek. Diese Industriekooperationen sind gewissermaßen auch das Herz der Josef-Fressel-Zentrum. Ich komme nun schon fast zum Schluss. Ich möchte hier das Team des Josef-Fressel-Zentrums noch einmal vorstellen. Neben mir arbeiten in diesem Team Dr. Katharina Jamay, eine erfahrene Wissenschaftlerin im Bereich Sustainability Management, insbesondere Sustainable Innovation. Außerdem Frau Maria Riegler und Herr Wolfgang Damoser. Insbesondere Frau Riegler beschäftigt sich seit Jahren im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit dem Thema Collective Action und Responsible Partnerships. Ich komme jetzt zum Ende meiner Präsentation und möchte mich nochmal bei den beteiligten Institutionen bedanken, insbesondere bei der Christian-Doppler-Gesellschaft, die dieses Projekt hostet und maßgeblich unterstützt, zusätzlich beim Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Die 3 beteiligten Unternehmen habe ich eben schon genannt, das Unternehmen Manner, das Unternehmen Kapsch und das Unternehmen Simacek. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit diesen Institutionen und weiteren Partnern im ersten Ressel-Zentrum der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien, nämlich dem Josef-Ressel-Zentrum für Collective Action and Responsible Partnerships. Sollten Sie Fragen zu diesem Projekt haben, zu diesem Zentrum haben, bitte wenden Sie sich an mich. Meine E-Mail-Adresse ist hier angegeben oder an meine Kollegin Dr. Katharina Jamay. Die E-Mail-Adresse und unsere weiteren Kontaktmöglichkeiten finden Sie ebenfalls auf dieser Folie. Vielen Dank. Ich freue mich, gemeinsam mit meinen Kollegen an der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien die Arbeit an diesem Projekt aufzunehmen.
und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.